Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um unsere Weihnachtsgeschenke, die wir so bekommen haben. Die stehen hier schon alle neben mir und ich wollte sie euch heute einfach mal zeigen. Ich würde sagen, es geht auch direkt los. Die Kleine liegt da hinten, also falls irgendwelche Geräusche kommen, ihr wisst Bescheid. So, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Das erste. Wo ist denn das zweite? Hier. bei uns ist es immer so, dass wir einfach so viele Leute sind, dass wir uns gedacht haben, wir wichteln jedes Jahr. Und mein Wichtelgeschenk habe ich von meinem Bruder bekommen. Und das ist einmal das hier. Genau, das ist hier so ein Blatt mit so ein bisschen Deko drin. Finde ich total schön fürs Bad. Also richtig, richtig toll. Und dazu habe ich dann noch diese zwei hier bekommen. Die zwei Möwen, die fand ich, als wir die im Einkaufsladen gesehen haben, fand ich die schon so schön. Und ja, das hat sich mein Bruder wohl abgeguckt und hat mir die dann geschenkt, die zwei. Auch fürs Badezimmer, so als Deko, finde ich total süß. Genau, das gab es eben von meinem Bruder als Wichtelgeschenk. Dann machen wir weiter. Habe ich von meiner großen Schwester so ein Tür und... einen Tischuntersetzer bekommen. Also da kann man zum Beispiel heiße Töpfe oder so raufpacken. Finde ich auch total praktisch. Und das Design mag ich auch. Die haben wir unten bei meinen Eltern in rund. Und genau, wir haben jetzt eben den eckig. Finde ich auch richtig, richtig cool. Und brauchen wir natürlich auch für die Küche dann später. So, dann haben wir ebenfalls von der für die Küche bekommen von meinen Eltern einen Wasserkocher. In so einem richtig, richtig geilen Rosa. Also der ist wirklich richtig, richtig schön. Was mir aufgefallen ist, der ist so groß. Oh, Mucki! Also das ist echt ein Pott, ey. Aber die Farbe ist so geil, oder? Also richtig, richtig schön. Ich bin echt gespannt, wie das nachher in der Küche aussieht. Ja, den haben wir auf jeden Fall von meinen Eltern bekommen. So, dann geht's weiter mit Lias Wichtel. Lia hat dieses süße Kleidchen hier bekommen. Genau, dieses süße Kleidchen eben. Und passend, oder nicht passend, aber auch dazu gab es so ein kleines Spieltelefon. Das haben wir jetzt allerdings unten. Das ist aber auf jeden Fall ihr neuer Favorit. Also sie liebt dieses Ding. Sie spielt damit nur. Genau, und eben dieses süße Kleidchen hier. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit, ich hoffe, das stört euch nicht, mit Lias Onkel und seiner Frau. Da hat Lia einmal zwei Pullover bekommen, einmal diesen hier. Und wir bekommen von den beiden immer Klamotten. Und sie hat so einen guten Geschmack, diese Frau. Ja, einmal diesen Pullover hier in dunkelblau mit so ein bisschen Herzchen hier. Und dann einmal diesen hier, auch richtig süß, oder? Oh, der ist so goldig. Ja, das beides haben wir von denen bekommen. Wir, Felix und ich, haben noch ein bisschen Geld bekommen für unsere Wohnung und Schokolade. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Lias Uroma. Also Lia hat wirklich am meisten abgesagt, kann ich euch sagen, ja. Lias Uroma hat ihr einmal so einen Stapelturm hier geschenkt. Der ist von Little Dutch. Wir lieben ja total die Little Dutch Sachen. Wir haben ja eigentlich schon fast alles davon. Genau, das sind eben hier so Würfel, da steht jetzt hier zum Beispiel die 4 drauf oder das ist hier so ein Hase und da ist hier auch ein Loch. Und in das Loch kann man auch hier zum Beispiel dieses passende Ding stecken, ne? So, und dann gibt es hier eben die 3 und die 2 und die 1. So, da war der Akku kurz leer. Also, man kann die hier eben so stapeln und hier überall diese kleinen Dinger reinstecken. Genau, das sind eben diese Würfel, die hat sie von der Uroma bekommen. So, dann hat sie von meinen Eltern einmal eine Thermo-Jeans bekommen. So sieht die aus. Die ist in Größe 86-92. Die ist grau und innen rosa. Und die ist halt richtig schön dick. Jetzt für den Winter richtig schön. Und dann hat sie noch einen Krabbelbären bekommen. Sieht so aus. Der ist von VTech. Und, der hat halt hier hinten ganz verschiedene Knöpfe und dann krabbelt er eben. Los, folge mir,
Genau, dann krabbelt er eben. Ja, den, das hat sie von meinen Eltern bekommen. Dann hat sie von ihrer Großtante einmal zwei Bodies bekommen von Winnie Pooh. Genau, schon in 80/86, einmal mit Winnie Pooh und nochmal mit Winnie Pooh. Richtig, richtig süß, oder? Richtig goldig. Und dann hat sie noch einen Stapelturm bekommen mit so Ringen, auch von Little Dutch. Kann ich euch mal anders mal zeigen, der ist nämlich schon unten in ihrer Spielecke. Von meinem Bruder gab es noch für die Kleine dieses kleine Ding hier. So zum Dingsen. Oh, jetzt hört der gar nicht mehr auf. Genau, das gab es noch von meinem Bruder. So, dann gab es von Felix Eltern einmal diesen Würfel hier. Und da sind halt eben ganz verschiedene Bauklötze drin. Und genau, die kann sie dann hier immer so reinstecken. Das gab es von Felix Eltern. Und von Felix Eltern haben wir auch noch einen Lauflernwagen bekommen. Den kann ich euch jetzt mal einblenden. Ja, das war der Lauflernwagen und außerdem haben wir, also Felix und ich, von den Eltern noch Geld bekommen, auch für die Wohnung und ein Gutschein für einen Tierparkbesuch, all inclusive, also mit Essen und all mögliche im Frühling. Also das können wir uns aussuchen, wann wir da eben hinwollen mit der Kleinen. Aber wir waren schon mal im Tierpark und das fand die Kleine ganz toll. Leider hat sie es ja fast komplett verschlafen und deswegen freuen wir uns da riesig auf den Tag, wenn wir dann nochmal so komplett alle da den Tag genießen können. Ja, dann geht's weiter. Hat sie von uns bekommen einmal dieses Puzzle hier. Genau, da hat sie hier einfach so kleine Tierchen aus Holz. Finde ich richtig cool, weil die halt wirklich so komplette, das sind halt nicht nur so ein Puzzleteil, sondern sind halt komplette Tiere. Ja, also hier hat sie eben so ganz viele Holztierchen und die kann sie dann hier reintun. Ich glaube, so ganz versteht sie es noch nicht, aber die Tiere bringen auf jeden Fall schon richtig Spaß, weil sie immer in den Mund nimmt und ja, fand ich ganz süß die Idee und vielleicht klappt das ja irgendwann, so kann man das schon ein bisschen mit ihr üben. Ja, von uns gab es eine Toni-Box, also von mir und Felix. Wir haben uns dafür einfach entschieden, weil wir den ganzen Tag zu Hause Musik hören mit der Kleinen und immer über YouTube bzw. über das Handy ist halt einfach doof und deswegen dachten wir uns, ist die Toni-Box vielleicht genau das Richtige und ja, sie ist hier ein voller Erfolg. Die Kleine liebt das Ding. Wir haben sie in Pink genommen mit einem Kreativ-Toni, der war dabei und den haben wir auch schon ein bisschen bespielt. Und hör gut zu, schließ die Augen, das bist du. Genau, das ist das neue Toni-Lied. Das könnt ihr bei Tonis runterladen und das ist ihr neues Lieblingslied. Sie liebt das Lied. Das hören wir auch immer im Auto, rauf und runter. Deswegen kann ich es auch schon auswendig. Aber es ist auch echt ein richtig, richtig tolles Lied, finde ich. Erlebe das, was dir gefällt, in deiner eigenen. Hey, hör gut zu. Ja. Also, das ist eben die Toni-Box mit dem passenden Kreativ-Toni. Und wie gesagt, das ist echt ein richtig, richtig tolles Geschenk, weil sie das rauf und runter hört. Sie macht die, nimmt die Toni immer runter und stellt ihn wieder rauf. Ja, also wirklich was richtig, richtig tolles. Kann ich wirklich nur empfehlen, diese Box. Also, ist echt. Ich habe schon so viel davon gehört und schon immer gewusst, okay, Lia bekommt auf jeden Fall irgendwann eine. Dass wir so schnell eine besitzen, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, sie hat auf jeden Fall eine Toni-Box bekommen. Von uns, also von mir und Felix. Ja. Willst du damit spielen? Ja, von uns hat sie dann auch noch ein Handy bekommen. Wie soll es auch anders sein, aber das fand sie im Geschäft einfach so toll. Und weil das kurz vor Weihnachten war, habe ich dann gesagt, okay, dann packen wir das ein für Weihnachten. Sie findet es nicht so cool wie, wie das von den Wichteln. Da hat sie ja schon ein Handy bekommen. Ja, weil hier das ist auch ziemlich schwer, hier rauf zu drücken. Also musst du schon ordentlich Kraft haben, das schafft sie nicht ganz. Ja. Was soll's, ne? Ist halt ein Handy. Ja, und dann habe ich hier eigentlich nur noch den Toni-Box-Karton, ne, hier. Und sonst war's das auch. Das war alles, was wir und Lia bekommen haben. Genau, von Lias Uroma haben wir beide auch noch Geld bekommen für die Wohnung. Ja,
Und ich glaube, sonst war es das eigentlich. Ja, den Laufleinwagen, wie gesagt, den habe ich euch ja nur eingeblendet. Und das ist auch der, das ist echt, also der Laufleinwagen, das ist so ein geiles Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie spielt damit rauf und runter. Sie läuft da, sie rennt da sogar richtig dran. Also das ist echt genial. Ich habe ja schon gewusst so, okay, das ist vielleicht das richtig, was das ist vielleicht das, was Gutes. Und wir haben das denen ja auch gesagt, dass Lia sich halt sowas wünscht. Aber dass es so gut ankommt, hätten wir niemals gedacht. Also sie macht das schon richtig, richtig toll. Da sind auch so Bauklötze drin, mit denen sie spielt sie die ganze Zeit. Ja, voller Erfolg, würde ich sagen. Ja, jetzt geht's weiter an den ersten Geburtstag. Mal gucken, was wir ihr da schenken und was sie bekommt. Ich habe da schon so ein paar Ideen und ein paar Sachen, die, glaube ich, gar nicht so schlecht sind. Aber lasst euch da überraschen. Wir sind auf jeden Fall schon am Planen wegen dem Geburtstag, weil auch wir wollen ja ein bisschen mehr einladen zum ersten Geburtstag. Es ist ja was ganz Besonderes. Ja, schauen wir mal. Wo ist der Toni? Wo ist denn dein Toni? Ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!